Herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Leute. Ich eröffne die Saison. Ach, herrlich. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, weil ich höre mich selbst kaum wegen dem Wind. Der Wind muss aber krass sein, glaube ich. Ich merke den Windwiderstand extrem. Ich muss mich extrem nach vorne beugen. Aber das ist schon ein cooles Gefühl, muss ich sagen. Aber der Wind ist krass. Ist wirklich krass. Brutal. Aber macht schon echt Laune. Ich hoffe nur, meine Kamera fliegt nicht ab. Weil macht halt komische Geräusche, die Halterung. Also ich muss mich extrem nach vorne beugen. Das merke ich total. Aber es macht verdammt Laune. Schon echt cool. Ich fahr grad nach Hennef. Boah, ich muss langsamer fahren. Weil ich glaube, ich hab ein sehr schlechtes Gefühl mit der Kamera, weil das knackt die ganze Zeit so. Ich habe das ja an der Seite befestigt. Mit Kleber. Und ich hatte das ja zuerst mit Knetmasse verbunden. Dann ist das abgefallen. Und ich habe Angst, dass das jetzt wieder abfällt. Weil wenn die Kamera abfällt, dann ist sie weg. Ja, auf jeden Fall fahre ich jetzt gerade nach Hennef. Ich habe gerade mein Bike geputzt. Und die Kette gereinigt. Und sie natürlich neu gefettet, bzw. geölt. Adrenalin. Adrenalin. Krasser Scheiße, ey. Das ist gerade einfach nur 140, aber das ist schon krass. Boah, der Wind, ey. Ich habe das Gefühl, ich werde irgendwie weggepustet oder sowas. So krass ist das. Auf jeden Fall bin ich ungefähr bei 4,2 bis 4,4 Liter. Hat sich gut eingependelt. Ich finde, das geht voll. Aber das wollte ich euch auch nochmal sagen. Das ist mir extrem aufgefallen, dass man viel mehr bezahlen muss. Ne? Weil mit dem Roller habe ich, ist klar, habe ich nur 2 Liter ungefähr, 2,2 Liter. Und bei dem 4,4 Liter, das ist das Doppelte. Wenn ich 100 Kilometer fahre, dann sind das bei dem 10 Euro und bei meinem Roller 5 Euro. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Ist klar. Das wollte ich auf jeden Fall anmerken. Ist quasi so, als ob ich ein Auto fahre. Motorradfahren ist nahezu genauso teuer wie Auto. Kann man fast so sagen. Außer die Versicherung ist vielleicht ein bisschen günstiger. Das weiß man natürlich auch vorher schon. Ne? Der Verbrauch ist ja immer beim Kauf. Kann man sich natürlich angucken. Aber wenn man dann wirklich an der Zapfsäule ist und das dann auch selber bezahlt, dann realisiert man das erst wirklich. Und da ist es mir dann halt, da habe ich es dann halt quasi realisiert. Ich weiß, obwohl es nicht windig ist, habe ich das Gefühl, dass der Wind extrem ist heute. Oder mein Helm ist einfach nur so laut, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Was ich auch noch loswerden wollte, beziehungsweise drüber reden wollte, ist die Kette fetten, beziehungsweise die Kettenwartung. Es ist nun mal so, dass das echt mit Zeitaufwand verbunden ist, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Also das Motorrad an sich sauber zu machen, macht ja Spaß. Aber die Kette war ein bisschen mühselig, weil erstmal muss die Kette natürlich
gesäubert werden. Die Kette muss sauber gemacht werden. Also ich habe ja nur diese ganz normale Bürste und das war recht anstrengend, muss ich sagen. Mit dem normalen Kettenreiniger. Ich habe dann halt, ich hatte jetzt kein Benzin oder sowas, so Waschbenzin, Reinigungsbenzin. Sonst hätte ich das damit sauber gemacht, auch nochmal. Ich habe es aber dann einfach mit Spüli sauber gemacht, richtig gut getrocknet und dann nochmal nachgefettet. Bremsenreiniger soll man nicht benutzen wegen den Gummis, die werden angegriffen, das soll man nicht machen. Und deswegen hatte ich jetzt nur noch Spüli, ja, Benzin weiß ich auch nicht, ob man das dann benutzen kann. Ob die Gummis dann vielleicht auch nicht angegriffen werden. Man sollte dann wirklich nur diesen speziellen Kettenreiniger benutzen. Das habe ich dann gemacht und ja, damit ist das dann halt, wurde der Schmutz gelöst, aber ich musste den Schmutz irgendwie noch, dann den gelösten Schmutz musste ich ja dann irgendwie noch runterkriegen und das habe ich dann mit Spüli gemacht. Und das hat recht gut geklappt, abgetrocknet mit einem Trockentuch und dann nachgefettet. Und ja, das war sehr mühselig und ich wollte mir jetzt so einen Kettenmax holen. Da spannt man einfach so drauf, dann hat rundherum Bürsten und dann dreht man einfach. Und da ist so eine Flasche und da drückt man halt drauf und dann kommt da dann immer regelmäßig neues Reinigungsmittel in diesen Kettenmax und man dreht dann die Kette fortlaufend. Das wollte ich mir holen, kostet 20 Euro. Und ich habe ja diesen Rollsatz, was funktioniert, ja, aber es ist besser, wenn man wirklich einen Ständer hat zum Aufbocken, weil der Hinterreifen verrutscht immer vom Rollsatz und dann blockiert der, wenn er an die Kante anstoßt, dann blockiert der. Und da muss ich das Motorrad wieder runter, wieder neu auf den Rollsatz draufschieben, also mit sich positionieren und so weiter. Und es ist halt ein bisschen schwergängig zu drehen. Wenn man das Motorrad oder das Hinterrad aufbockt, dann ist es erstens einfacher zu drehen und zweitens verrutscht da nichts. Und man kann die Kette angenehmer, ergonomischer und einfacher reinigen. So, das heißt für mich, ich muss mir so einen Aufbockständer holen. Braucht man sowieso für einen Reifenwechsel oder sowas mal, ne? Wenn man sowas macht. Für hinten Aufbockständer und Kettenmax muss ich mir jetzt nochmal besorgen. Ja, und dann der andere Punkt, wir sind übrigens jetzt gerade in Hennef. Ich wollte mir einfach mal so die Gegend hier angucken. Der andere Punkt ist, Kettenreinigung, Intervall. Wann und wie oft? Und was? So, ich habe jetzt gegoogelt und mir verschiedene Meinungen angehört. Im Netz steht zum Beispiel, man soll die Kette alle 300 bis 500 Kilometer fetten oder ölen. Dann denke ich mir, da bin ich ja alle 2 Tage am Ölen und Fetten. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ne? Also da ist ja ein Roller 100.000 Mal geiler und wartungsärmer. Da muss ja nichts machen beim Roller im Grunde, außer alle 4.000 Kilometer Ölwechsel. Also alle 300 bis 500 Kilometer, da habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Wenn das wirklich so ist, dann würde ich mir so einen Scott Euler für fast 300 Euro holen, der das dann automatisch macht. Wisst ihr, was ich meine? Dann habe ich auf dem Kettenfett auf der Dose hinten die Anwendung mir durchgelesen und da steht zum Beispiel, dass man einfach nur alle 1000 Kilometer das Fett drauf sprühen soll. So, und da steht dran, dann stand da noch da weiter drunter, dass man nach jeder dritten Anwendung die Kette reinigen soll. Das heißt, alle 3000 Kilometer Kette reinigen und alle 1000 Kilometer halt fetten. Damit könnte ich mich arrangieren. Das würde ich auch machen. Jetzt frage ich euch, wie oft macht ihr das? Reinigung,
und fetten. Ja klar, wenn man reinigt, muss man auch fetten danach. Aber die Intervalle würden mich mal interessieren, wie oft ihr die Kette fettet und reinigt. Das wäre echt mal spannend zu wissen, weil ich bin da ein bisschen unsicher. Der bei Polo, der Verkäufer hat auch gesagt, alle 1000 Kilometer und dann ist gut, ne? Aber ganz ehrlich, alle 300 oder nach jeder Regenfahrt, klar, fetten, ne? Das ist logisch. Das ist beim Roller zum Beispiel nicht so. Da musst du nichts fetten, hast einen Keilriemen und das war's, ne? Ja, das sind halt so die Nachteile vom Motorradfahren. Man kommt zum Beispiel abends nach Hause von der Arbeit und es hat geregnet zum Beispiel, ne? Und nach der Arbeit ist es dunkel, es regnet, dann noch die Kette fetten, ist auch ein bisschen doof, ne? Beim Roller fällt das ja zum Beispiel weg, aber muss dann halt wohl gemacht werden, weil sonst korrodiert die Kette, aber da ist ja Fett drauf, eigentlich schon, damit das dann geschützt wird. Dass man das vielleicht am nächsten Tag macht, ne, wo es dann hell ist oder so. Hätte ich jetzt gesagt. Also wäre cool, wenn ihr mal mir, wenn ihr mir mal, oder wenn ihr das genau weiß, wisst vielleicht, dass ihr mir mal so kurz in die Kommentare schreibt, wie ihr das macht, handhabt. Das würde mich echt interessieren. Ansonsten, ja, Moped sauber machen, macht Spaß, ist cool. Wenn man halt das richtige Equipment dazu hat. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ich habe mal hier, ich zeige euch das mal eben hier. Vielleicht könnt ihr das ja sehen. So. Ich habe mal irgendwann so ein Reinigungsmittel von Polo mir gekauft, ne? Und ich habe mal den Tank da sauber gemacht. Und seitdem habe ich diese Flecken hier, seht ihr diese Flecken? Die gehen nicht mehr weg. Ich habe das heute mit Spüli und so sauber gemacht. Aber das geht nicht mehr weg. Nicht, dass der Lack irgendwie angegriffen ist. Auf der anderen Seite ist das auch teilweise hier. Seht ihr das? Also vielleicht brauche ich vernünftigen Reiniger, also vernünftiges Reinigungsmittel, dass das weggeht, aber es stört mich. Schon. Seht ihr das? Hier? Das geht nicht weg. Und das ist übrigens die Kette, die ich jetzt gemacht habe, gesäubert habe. Die sieht echt gut aus. Also das, der Lack ist aber, glaube ich, nicht angegriffen. Oder? Das ist so, als ob da irgendwas eingetrocknet wäre und das muss irgendwie, geht mit so normalen Spüli Wasser, geht das nicht mehr weg. Ja, muss ich mal gucken. Und tanken muss ich jetzt auch langsam. Ich habe von meinem Helm, das war auch so eine Odyssee, ne? Ich habe mir einen neuen Helm gekauft, ne? Da muss ich natürlich die Kameraadapter drauf tun und Mikro und so installieren. Das war schon mal eine Positionierung des Mikros, war am Anfang nicht optimal. Musste ich tausendmal umändern, testen jedes Mal. Also bei der Fahrt, ne? Das ist übrigens, glaube ich, der Busbahnhof von Hennef. Nicht so spektakulär, finde ich. Oder Bahnhof an, genau. Die Kamerahalterung für die GoPro musste ich auch mit HG-Kleber befestigen, aber ich vertraue der ganzen Geschichte nicht so, weil das knackt manchmal, wie vorhin schon gesagt, erzählt. Das ist halt, weiß ich nicht, so ein bisschen Dorn im Auge. Und ich muss das zu Hause dann nochmal testen. Das Ding ist, beim alten Helm hatte ich das direkt vorne an der Schnauze. Da hatte ich keine Verlängerungsadapter, nix. Jetzt habe ich das an der Seite, jetzt habe ich so einen riesen Hebel und man, das ist Physik. Wenn man einen Hebel hat und da am Ende des Hebels ist Gewicht drauf, dann ist die Belastung an der Halterung viel höher wegen dem Hebel. Hebelgesetz. Ne? Die Klebefläche muss dann mehr Kraft aushalten und ich habe halt Angst, dass der Kleber das nicht hält oder die Oberfläche nicht genug angeraut wurde und so weiter, obwohl ich da richtig mit Schleifpapier dran gegangen bin. Also bis jetzt hält es. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich fahre jetzt gerade aus Richtung Gesamtschule. Wie teuer ist die Sprit? Super 1,79. Oh, hier gehe ich tanken.
Hier ist günstig. Hier ist es echt günstig. 1,79. Bei mir um die Ecke an der Shell sind wir bei 1,86 oder so. Oh, der Audi-Fahrer, der ist froh. Ich fahre die ganze Zeit nur so langsam. Aber hier ist auch nur so 30, 40. So, dann tanken wir mal. Hier ist es super E5. Ja. Dann tanken wir mal. Voll. Das ist jetzt wieder teuer. 15 Euro oder so. Bestimmt. Ja. Motorradfahren ist halt teuer. Das ist halt so. Ist da Wasser? Ach, seht ihr das? Da ist so ein Loch, da kann Kondenswasser abfließen. Mega geil. Wisst ihr, wie ich das mache? Ich mache das immer so, dass ich das hier an der Kante halte, weil sonst tankt der nicht immer direkt voll. Boah, 15 Euro schon scheiße. So, jetzt ist er bis zur Kante voll getankt. Und wir sind bei, boah, 17 Euro, 18, krass. Für 200 Kilometer. Ich bin ca. 200 Kilometer gefahren. Und 200 Kilometer, 17,18 Euro. Na, gucken wir mal genau. Das will ich jetzt genau wissen. 196,2 Kilometer bin ich gefahren. Das sind, sagen wir mal, 200 Kilometer, sonst sind wir mal nicht so kleinlich, ja? Sagen wir 1750. 1750 durch 2 sind 8,50 Euro. 8,75 Euro bezahle ich für 100 Kilometer ungefähr. So, ich resette das mal. So, das wollte ich euch auch noch zeigen. Ich bin jetzt schon insgesamt 2410,6 Kilometer gefahren mit dem Motorrad und habe in der Zeit 4,6 Liter im Schnitt verbraucht. Ist ein guter Wert. So, meine lieben Freunde, jetzt haben wir getan. Ich habe übrigens neue Handschuhe von Pro Biker. Die haben eine Membran und sind wasserdicht. Erstmal fühlen sich mega geil an. Fühlen sich mega geil an. So richtig schönes, weiches Leder. Sind wasserdicht, schön warm, die halten echt warm und die fühlen sich sehr, sehr schön angenehm an. Am Anfang waren die ein bisschen steif, aber jetzt sind die gut eingetragen. Das Leder, das muss sich halt irgendwie immer im Laufe der Zeit erstmal so eintragen. So, ne, mit hier, diese Bewegung war ein bisschen steif und so, aber jetzt super, haben so 50, 60 Euro gekostet. Wirklich geil. Ich finde ja die Marke Held mega geil. Na, ich habe ja auch jetzt zum Beispiel die Jacke von Held. Die ist mega geil, die Jacke von Held. Die Handschuhe, es gibt auch Handschuhe von Held, die fand ich auch mega schön, aber die waren halt ein bisschen dünner für den Sommer. Ich habe halt so eher so für den Winter Handschuhe gesucht und die fand ich echt super. Ich bin auch eher so der Ledertyp, muss ich sagen. Und ich habe auch jetzt für den Sommer, hatte ich glaube ich euch schon gezeigt, so etwas dünnere Lederhandschuhe geholt. Und ich meine, die Sachen von Held zum Beispiel, die sind teuer, ne? Wie zum Beispiel die Jacke war echt verdammt teuer. Aber solche Sachen holt man sich nur einmal und die halten ein Leben lang. Wenn man sich vernünftige Handschuhe holt, die halten. Ne? Die muss man sich nicht jedes Jahr neu holen. Handschuhe muss man sich vielleicht alle paar Jahre mal neu holen, weil das sind ja echte. Ich meine, die müssen schon was aushalten und was durchmachen und die gehen dann auch irgendwann mal
so kaputt, ne? Ist ja verständlich, man fasst ja alles an, Reibung und sowas, ne? Ich fahr mal Richtung Lanzenbach. Ich hatte zum Beispiel Handschuhe für 30 Euro von Chemimoto, die haben ungefähr 2 Jahre gehalten. Und danach waren die aber, die könnte ich theoretisch immer noch anziehen, aber danach waren die schon echt abgeranzt. Und da brauchte ich halt jetzt so neue, ne? Hennef habe ich mir angeguckt, die Innenstadt war jetzt so lala, nicht so. Aber es ist jetzt hier auch schon ein bisschen gebirgiger, wenn ihr es da hinten sehen könnt. Ich mag das ja, mich faszinieren Berge. Ich weiß nicht. Die sind halt so mächtig und so groß, aber auch so größere Hügel finde ich schon geil. Ich wollte mir eigentlich noch eine Lederjacke holen von Segura, auch eine Marke, die mir sehr gut gefällt, aber auch sehr teuer. Aber ja, muss ich mir nochmal überlegen. Ne? Man muss ja auch, man soll auch nicht übertreiben. Oh shit. Geil, geil, geil. Aber die Straße hier ist nicht so gut. Hier würde ich jetzt lieber nicht so schnell fahren. Ich sehe da oben, da hinten geht's hoch. Oh, das ist aber schön hier. Ja, was ich dann sonst noch hierzu sagen kann. Ich wollte die Maschine vielleicht wieder höher legen lassen. Da muss ich mir diese Zungen holen. Boah, ist aber eine coole Ecke hier. Rolli! Ey, ist das cool hier. Wow. Ey, ich muss, glaube ich, aufs Land ziehen, weil ich weiß nicht. Wir sind jetzt gerade hier in Lanzenbach, Stadt Honnef. Und guck mal, wie schön cool das hier ist. Diese Fachwerkhäuser. Cool. Es ist auch so ein innerlicher Trieb von mir, dass ich so meine Gegend erkunde und auch mal so den Umkreis meiner Gegend hier so ein bisschen in Erfahrung bringe. Oh, dieser Bus nervt mich wieder total gerade. Wieso parkt der hier überhaupt? Ich weiß nicht, mit Bussen kann ich nichts anfangen. Habe ich schon mal gesagt, na gut, dass es die gibt, aber naja, egal. So ein innerlicher Trieb von mir ist, dass ich meine Gegend so wie meine Westentasche kenne. Die umliegenden Gebiete, Städte, Kreise. Ich fahre mal hier hoch nach Hohlen, nach Hofen. Ich will ganz nach oben. Oh, das sieht ja mal cool aus. Das ist eine coole Steigung. Ich denke mal, das sind so 9 Grad Steigung. Voll geil. Voll cool. Aber wenn man jetzt so Schüler ist und man muss mit dem Fahrrad immer hier hochfahren jeden Tag, das ist, glaube ich, dann irgendwann am Anfang bestimmt nicht lustig, aber irgendwann ist man wahrscheinlich voll heftig durchtrainiert. Boah, Hammer, geil, ist das cool. Also wenn das nicht cool ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Schön, wirklich, wirklich schön. Und ich merke gerade, ich muss aufs Klo, aber eigentlich könnte ich ja hier überall pinkeln gehen, ohne dass ich gesehen werde. Oder? Coole Ecke, Lanzenbach. Oh. Auf dem Video ist das wahrscheinlich wieder nicht so cool wie in Live. Herrlich, schön. Da ist eine Bank.
Soll ich mich auf die Bank setzen? Soll ich mich jetzt einfach mal auf die Bank setzen? Soll ich das tun? Ich setze mich mal kurz auf die Bank. Ich habe da gerade irgendwie Bock drauf. Hier kommt eh kein Auto. Guckt euch mal diese Aussicht bitte schön an. Leute. Boah, wisst ihr was? Jetzt wo der Motor aus ist, hier ist es mega ruhig. War herrlich. Seid ihr noch an? Ihr seid noch an. Hier ist es wunderschön ruhig. Oh, geil. Herrlich. Ich merke jetzt erst richtig, wie es ist, wenn es komplett ruhig ist. Ich wohne ja direkt am Flughafen und an der A59, ne? Also doppelt. Und ich bilde mir mit der Zeit auch schon ein, es ist ruhig. Es ist auch relativ ruhig dafür, dass bei mir um die Ecke eine Autobahn ist und Flughafen. Aber wenn man hier ist, oh, hier ist kein Dröhnen, kein dieses Asphaltgeräusch, wenn Autos drüber fahren. Boah, das tut meinem Körper gerade richtig gut. Keine Geräusche, kein Dröhnen, nichts. Oh mein Gott. Ja, genießt die Aussicht, Leute. Das sind, ich weiß gar nicht, was ist das? Ist das Heu, Leute? Das ist Heu, glaube ich, ne? Ja, guckt euch meine Maschine an. Sieht sie, ganz ehrlich, ich finde die Honda, ne? Ich muss mal kurz gucken, ob ihr noch da seid. Ihr seid noch da. Ich finde, das ist einer der schönsten Motorräder. Ich habe mir das Motorrad wirklich nur geholt, weil ich es am schönsten finde. Und ich das Motorrad vorher schon kannte und drauf saß in der Fahrschule. Und ich habe mir alle Motorräder angeguckt. Alle. Und ich fand das am schönsten. Deswegen habe ich es mir geholt. Das ist aber auch natürlich immer Geschmackssache, ne? Ich sag's jetzt nur mal, weil das jetzt gerade so mit dem Licht und mit der Sonne, wo man das jetzt hier so gut sieht, ne, mit diesen bronzefarbenen Akzenten, mit dem Blau. Blau ist sowieso meine Lieblingsfarbe. Fand ich das am schönsten. Und auch ich mag diese Retro-Optik mit dem runden Scheinwerfer. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber zum Beispiel, die Z900, ja, die hat ja zum Beispiel so ein, ja, keine runden Scheinwerfer, sondern so zwei Scheinwerfer. Sieht dann halt auch geil aus, ne, so insektenmäßig. Ja, und deswegen habe ich mir die Maschine geholt. Ich werde die jetzt auch fahren. Ich werde die fahren. Das ist mein Schatz und das ist mein Baby. Und ja. Kann man sich hier draufsetzen. Das ist übrigens meine neue Hose. In grün. Ich fand die cool. Ich hatte das meine erste grüne Hose. Ich hatte noch nie eine grüne Hose. Ja. Ich werde die Kamera jetzt mal kurz ausmachen. Ich werde diese Ruhe jetzt noch 5 bis 10 Minuten genießen. Und ich werde schauen, dass ich mich hier irgendwo entleeren kann. Ich laufe da, glaube ich, gleich hinten kurz hin. Da ein Strauch oder so. Hier ist eh keiner. Ja. Und ich werde die Ruhe jetzt ein bisschen hier genießen. Und dann fahren wir gleich weiter. Also bis gleich. So, meine lieben Freunde, ich habe das erledigt, was zu erledigen war, und ich fahre jetzt einfach noch mal so ein bisschen geradeaus der Nase nach
mit euch zusammen, bis mein Akku leer ist. Und dann wisst ihr, ich wollte gerade mein Geschäft erledigen. Und dann ist kommt und dann es ist 10, 15 Minuten kein Auto gekommen. Und gerade dann, als ich das machen wollte, es kommt, was passiert, es kommt natürlich ein Auto. Also alle 10 Minuten ungefähr kommt hier ein Auto. Circa. So, die Reise geht weiter. So. Ich hatte ja gesagt, dass ich nach Norditalien wollte, ja? Und das hatte ich eigentlich bis vor kurzem auch wirklich ernsthaft vor. Ich habe mir sogar Schlafsack geholt. Ich habe mir fahr mal hier lang. Ich habe mir einen Gas-Campingkocher geholt, ne, alles so, was man braucht für Camping. Dann habe ich gesehen, dass so einige Hotels günstiger sind als Campingplätze. Ich so, okay. Wäre dann eigentlich ratsamer, dann sowas zu nehmen, weil dann hat man zum Beispiel Zelt, muss man dann nicht mitnehmen. Schlafsack und so weiter muss man alles nicht mitnehmen. Das könnte man sich dann sparen und dann mit Frühstück und so sogar. Ja, bla 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 bla. Auf jeden Fall sind dann halt, ist halt Italien Risikogebiet, Hochrisikogebiet und so. Dann dachte ich mir, da war schon der erste Knacks. Schon so, schon ein bisschen unsicher dann. Und dann habe ich nochmal auf die Wetterkarte geguckt. Und es ist dann halt auch noch echt recht kalt. So um die 10, 9 oder 10 Grad. Ja, das ist schon echt recht kühl tagsüber. Nachts natürlich dann so um die 0 oder 1 Grad. Und das war dann so schon der zweite Knacks. Weil ich wollte eigentlich wirklich Alpen. Ich wollte die Alpen sehen. Ich liebe Berge. Ich wollte da unbedingt auch gerade jetzt, wo ich ein Motorrad habe, mit dem Motorrad hin. Und der dritte Punkt, wo dann auch noch so ein der Knacks ist, das wusste ich aber auch schon vorher, das sind halt knapp 800-900 Kilometer. Und das ist krass mit dem Motorrad. Das ist heftig. Ich bin nämlich schon mal 300 Kilometer mit dem Roller Richtung Heimat gefahren und selbst das war schon heftig. 300 Kilometer mit Pausen. Das war schon krass. Und dann, ich fahre mal hier rechts, ich will nach oben, nicht runter. Und dann gleich die dreifache Strecke mit dem Motorrad. Ich glaube, das ist krass. Ich glaube, das wäre echt heftig. Ja, und das sind halt so die Sachen, die Dinge, die mich daran zweifeln lassen. Und dann dachte ich mir, okay, dann fahr in die Alpen und bleib innerhalb der Grenzen. Ne? Richtung Garmisch-Partenkirchen. Dann war die andere Sorge, ja, liegt der Schnee, kannst du da überhaupt fahren, ne? Zugspitze wäre auch geil, dann fährst du mal hoch zur Zugspitze mit der Gondelseilbahn. Wäre ja auch nicht so verkehrt. Ja, und dann, weiß ich nicht, zweifle ich gerade, ehrlich gesagt. Und dachte mir, fahre ich einfach über die Osterferien in die Eifel. Weil da kann man auch cool fahren. Und dann bleibe ich da halt ein paar Tage. Entweder zelten, campen oder Pension, je nachdem was günstiger ist. Ich mache das, was günstiger ist. Wobei
Camping, Zelten, für mich hat das ein gewisses Flair. Oh, ist das schön hier. Es hat ein gewisses Flair, weil wenn es zum Beispiel regnet oder es ist windig, du bist in deinem geschützten Zelthaus und du wirst nicht nass oder da kommt kein Wind durch. Und das finde ich irgendwie geil. Das finde ich cool. Man ist man ist irgendwie unsicher und gleichzeitig doch geschützt. Und ich finde das Gefühl geil. Hier kann man echt cool cruisen. Oh, hier riecht es auch so nach Kuhfladen und sowas. Also Hennef, die Innenstadt fand ich jetzt nicht so berauschend, aber ich finde das Umland drumherum schön. Gefällt mir. Also hier hat man auf jeden Fall seine Ruhe, sag ich mal. Boah, da hinten sieht es aber auch geil aus. Wisst ihr was? Ich glaube, diese Flecken kommen vielleicht hier wegen dem Knie, aber mein Knie ist gar nicht so hoch. Ja, Gedanken über Gedanken. Aber eins steht fest. Eins steht definitiv fest, hier ist ein Neubaugebiet. Überwiegend. Eins steht fest, ich werde auf jeden Fall über Ostern nicht zu Hause bleiben. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das will ich nicht. Ich will irgendwo hinfahren, ich will was machen einfach. Und nicht zu Hause sein, nein. So, waren wir jetzt über Kurscheid und so weiter, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Jetzt fahren wir Richtung Sand, wow. Cool, cool, cool. Am liebsten würde ich hier auch kurz stehen bleiben, ein paar Fotos machen. Seht ihr die Berge da hinten? Ist das da hinten der Drachenfels? Ich weiß gar nicht. Nee, oder? Siebengebirge? Nee, ich glaube nicht. Ich fahre hier mal ein bisschen langsamer. Ich mag die Gegend hier. Sehr, sehr schön. Auch ein wunderschöner Tag heute. Toll. Sehr, sehr schön. Da ist eine Bushaltestelle. Ich halte da mal kurz, glaube ich, an, oder? Oder nicht? Nein, ich fahre weiter. Vielleicht sehe ich ja auch noch andere schöne Orte. Ja. Eifel wäre eine Option. Dass ich einfach mal die Eifel erkunde für ein paar Tage, für eine Woche oder so. Ne? Dann bleibe ich da eine Woche. So, wir sind jetzt in Sand. In Stadt Königswinter. Ach krass, wir sind jetzt schon in Königswinter. Also es ist doch das Siebengebirge da. Ach krass. Ich fahre mal nach rechts. Vielleicht finde ich ja noch so einen richtig coolen Spot. Hier. Hier darf ich aber gar nicht rein. Habe ich dich gesehen. Ich bin ja Anlieger. Das ist eine Sackgasse, aber glaube ich nicht, oder? Wow. Oh mein Gott, ist das schön. Wow. Oh, ist das schön, ey. Ich muss mir das mal kurz reinziehen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich komme hier aber nicht weiter. Vielleicht finde ich hier noch einen anderen Weg, wo ich diesen Spot sehe.
Aber hier riecht das so gut. Oh, herrlich, ey, dieser Duft, ne? Das ist kein Kuhfladen. Hier riecht es so süßlich nach Süßholz. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Königswinter ist echt einer der schönsten Ecken bei mir. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ach, leider ist mein Akku gleich leer. Sehr schade. Oh, schön. Boah, Sand muss ich mir merken, weil hier muss ich nochmal herkommen. Weil es ist echt richtig atemberaubend schön. Der absolute Hammer, ich sag's euch. Ich muss gerade ein bisschen genießen. Den Ausblick. Ich fahre natürlich nach rechts, nach Oberpleis. Hier sind jetzt im Sandscheid. Also es kann sein, dass ihr jeden Moment weg seid, weil mein Akku ist gleich leer.